Sehr schöne Musik haben wir da im Hintergrund, wenn es zum kleinen Zwischenfinale kommt, in dem wir die Isila ausrotten. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry Primal. Nicht rotzen, ja? Das wäre sehr sinnig. Oh, die Maske sind wir immer. Was war das denn? War das der Mond, den die vor die Sonne schieben wollten? Oder war das jetzt... Das Ding schwebt doch wirklich in der Luft, ne? Sonnenfinsternis. Unser Narbenbär ist dabei und jetzt sollen wir Batari umbringen. Wir hatten gerade zwei Narbenbären, aber der ist dann verschwunden, der eine. Hier werden Feuersperre. Töte Batari. Und da wird sie dann reingeworfen, da wo sie jetzt steht. Will sie denn nicht schießen? Wir können da noch was... Au! Anzünden, wie es scheint. Ich... Ah, hier gibt es auch Feuer. Nee. Ich brenne noch. Ist das so gewollt? Naja. Ich zünde den Spaß da mal an. Gucken, was das bringt. Ich hätte ja noch Feuerbomben. Boah, die macht einen Schaden. Ich glaub's ja nicht. Ja gut, es ist ein kleiner Endkampf. Warum zweimal? Zaka, nicht verschwenden, ja? Genau, Feuerbombe. Wenn ich hier umher hüpfe... Ach, wir können doch nicht rüber. Wir müssen wahrscheinlich erst da wieder was lösen. Ich spring mal kurz umher, um mir das anzuschauen. Es blinkt auf jeden Fall. Wir müssen uns bald wieder ein paar Pfeile herstellen. Wir müssen sie aber wohl auch da rauslocken, wie es scheint. Nun gut, hier können wir auf jeden Fall suchen aus unserem Narbenbär. Wir sollen sie töten. Wir müssen entweder rüber oder wir müssen sie einfach aus ihrer Deckung hervorlocken, indem wir auf die Deckung schießen. Ich suche mir jetzt auch eine. Die kommen nicht rüber. Du bleibst mal hier, sage ich dir jetzt. Ach, wir haben schon wieder nichts. Ah, Taka, du Verschwender. Fahr ich dann hier. Diesmal richtig. Vielleicht dürften wir noch etwas haben. Getroffen? Da steckt noch der Pfeil im Kopf. Au, die trifft uns. Erhebt euch, Isila. Jetzt ruft die Verstärkung, oder was? Jetzt kommt da wirklich welche an. Dann hier, komm. Wo sind die? Dann kümmerst du dich darum. Wir kümmern uns um Batari. Jetzt zieht die Angriffe hier auf sich, unser guter Narbenbär. Dann bekommen wir das schon hin. Ah, da hinten ist er. Ich werde mal eben was herstellen. Oh, hier geht's runter. Ja, aber nicht so tief, wie man hätte denken können. Au. Schaffen wir das? Ja. Hier sind noch welche. Kümmere dich mal drum. Mach mal was für dein Fleisch. Jetzt steht er wieder neben uns herum. Wenn die jetzt immer zielt, dann werde ich springen. Ich weiß, wo sie hockt. Da bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Die greifen uns jetzt erstmal nicht an. Ich glaube, ich habe sie nicht getroffen. Ich habe jetzt keine Energie bei ihr schwinden sehen. Wieder nicht getroffen. Ich sollte mal besser zielen. Ich sollte besser zielen. Oh, ist die Bestie ist gestorben? Ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich sie getroffen, aber erstmal den großen Narbenbären wiederbeleben. Ansonsten kostet es... Ach, da war ein Dicker. Ansonsten kostet es einfach zu viele Rotblätter. Und die könnten uns auch ausgehen. Habt ihr eigentlich auch noch Fallköcher? Könnten wir zu ihr ran? Ich glaube nicht, aber wir werden es mal sehen. Ach, die Dicken nerven zu sehr. Wir können uns sie mal einschnappen. Schmeißen die gleich auf den Boden mit ihren Keulen? Ich belebe... Trifft er uns noch? Ich hab mal eben wiederbelebt. Komm, schmeiß doch, Taka. So, der ist jetzt auf unserer Seite und kümmert sich erstmal um den einen. Dann wird... Och, die trifft dann sofort wieder. Hallo. Ich würde ganz gerne mal zu dir hochkommen, aber...
Es sieht mir nicht vergönnt aus. Wobei, da ist zu. Dürfen wir aufmachen? Nee. Aber das ist doch scheiße. Regeneriert die sich? Die hätte doch mal weniger vielleicht, oder? Komm mal her, wir heilen dich nochmal. Ehe unser Fleisch aus ist. 26, das sieht noch gut aus. Dann heilen wir uns auch nochmal. Und wir gehen wieder hoch. Wir kämpfen wieder gegen Bazari. Da hinten ist jemand. Komm, kümmere dich drum. Das ist nämlich der Dicke. Getroffen. Getroffen. Drittes Mal getroffen. Sie hat uns aber auch getroffen. Deswegen ziehen wir uns mal kurz wieder zurück. Erhebt euch, Isila. Die ruft schon wieder. Oder sie lässt rufen. Das Blöde ist, ich muss jeden Fall einzeln anzünden, außer... Ach, jetzt hockt die da hinten hinter den Felsen, weil die anderen sich gerade kümmern sollen, oder wie? Nee, sie ist noch manchmal zu sehen. Oh, wir sollten uns vielleicht heilen. Ich gehe mal kurz hier in eure Höhle. Da ist ja ein Dicker. Dürfen wir ihn überraschen? Nein. Dann macht das unser Narbenbär, der gerade brennt und jetzt Futter bekommt. Sieh ihn mal. Nimm doch mal. Ach, du bist doch ein doofes Tier. Jetzt brennt das Fleisch. Und damit meine ich nicht unser kleiner Bär. Hier geht's ja aber auch ordentlich zu. Dann werden wir ihn wieder rekrutieren. Ich hoffe, unser Bär kümmert sich nicht sofort um ihn. Weil dann hätte unser Splitter keinen wirklichen Einsatz. Du blöde Feuertante. Oh, die trifft uns schon wieder. Aber sie hat nicht jetzt so viel abgezogen wie vorhin. Also sie macht manchmal 5 Felder Schaden. Aber wenn wir zum Beispiel noch 4 haben, dann schießt sie uns immer offensichtlich, ja, offensichtlich immer bis auf einen Punkt runter. So scheint es mir zumindest. Hier für dich. Ach, jetzt haben wir 2 von denen. Der andere lebt noch. Oh. Ach, zum Glück sind wir so gut ausgestattet. Die Tante schießt schon wieder. Tierfett haben wir auch noch. Komm mal raus. Och. Jetzt hing Takar irgendwie noch fest in seiner Schussanimation. Auf jeden Fall hat es deutlich länger gebraucht, um da wirklich was zu tun. Komm mal her, lass den jetzt in Ruhe. Jetzt hängen wir irgendwo zwischen der Leiche unseres Bärs und dem Typen da. Jetzt nicht noch verbrennen, das wäre sehr schön. Einer ist noch hinter uns. Und den Tobsuchtsplitter haben wir wieder. Grünblatt haben wir auch gefunden. Dann kümmere dich mal um den letzten hinten. Aber zum Glück regeneriert sie sich wenigstens nicht. Ich will aber auch nicht sterben, deswegen nochmal runter. Du weißt, was zu tun ist, das ist gut. Sie trifft wieder, dabei ist sie noch hinter der Deckung, meine ich zumindest. Kann auch eine verzerrte Wahrnehmung sein. Wieso denn nochmal heilen? Wir haben doch gerade erst... Ja, kümmere dich doch mal. Der sucht in der völlig falschen Ecke. Unser Bär. Ah, wir können die Deckung wirklich zerschießen, deswegen blinkt sie auch so. Gut, gut, gut. Da brennt's hinten. Ja, aufhören, Taka, aufhören zu brennen. Und noch haben wir Fleisch. Warum flackert die Anzeige so? Keine Ahnung. Dann zerschießen wir jetzt mal ihre Deckung. Erst zünden wir sie an. War hier schon jemand? Nein. Wobei, das Fleisch ist gerade ziemlich nutzlos. Warum? Weil wir doch auch mit der primitiven Heilung 2 Balken herstellen können. Deswegen behalten wir das restliche Fleisch nochmal. Fällt mir jetzt gerade so auf, jetzt wo wir kaum noch was haben. Das Problem ist, das dauert nämlich länger. Das ist das einzige kleine Problem. Hat sie sich jetzt regeneriert? Ich habe jetzt mal oben den Balken im Auge behalten. Ja, das hat sie sogar getroffen, das finde ich gut. Ich schieße jetzt mal bewusst, sie ruft wieder Leute auf die Deckungen. Ja, es dauert länger, das könnte zum Problem werden. Aber lieber will ich noch etwas Fleisch für unsere Narbenbären haben. Wir könnten noch Leute plündern, dann finden wir vielleicht noch was.
Aber ich glaube, ich halte mich mal nicht mit den Kleinen auf. Die alte steht wieder hinten, machen wir hier noch die Deckung kaputt. Au. Narbenbär, mach mal was. Hallo. Na, hier ist Feuer. Da sollte ich nicht gerade reinspringen. Der stirbt gleich wieder. Ist da hinten noch ein Dicker? Weil der steht gerade unten. Dann kümmern wir uns erstmal um ihn. Ne, ist ein Normalo. Und er darf... Oh, reicht das jetzt? Und er durfte wieder nicht getakedowned werden. Getakedowned. Blöd, Hans. So, sie hat keine Deckung mehr, außer eben ihre Pfeile. Das ist ihre einzige Deckung, weil damit kann sie uns ganz schön zurückwerfen. Und sie trifft wieder, sofort. Hallo, Feuertyp. Es ist ein Dicker, aber er ist Geschichte. Ach, hier ist noch einer. Erstmal uns heilen, ehe der uns gleich trifft. Narbenberg kann da noch etwas liegen bleiben. Was ich jetzt machen will, wieder von oben angreifen. Das spart mir nämlich ganz viel Munition. Und es bringt auch noch mehr Erfahrungspunkte. So, dreimal vielleicht noch. Hast du was dabei? Oh, sie trifft uns, aber diesmal hat sie nichts abgezogen. Also sie kann uns wirklich bis fast aufs Letzte runterschießen, aber nicht mit einem Schlag töten. Und der Mond geht weiter vor die Sonne. Wenn sie sich gerade nicht zeigt, dann reiben wir uns mit Dreck ein, renken uns den linken Daumen ein und mehr dürfen wir nicht machen. Kopfschuss, sie ist fast hinüber. Es war auch ein Kopfschuss, aber wurde vom Spiel nicht so angenommen. Schade. So, wieder getroffen. Leider nicht getroffen. Jetzt ruft sie wieder Verstärkung, ey. Dann gehe ich nochmal hier eben auf den Felsen. Du blöde Tante, komm her. Was hier alles rumliegt. Schaut mal auf die Karte, die ganzen vielen kleinen Kreuze. Ist sie jetzt hier drüben? Ach, hallo. Hast du keinen Bock mehr, hä? Dann könnten wir uns jetzt eigentlich ein paar Sperren bedienen oder eben den Narbenbären auf sie hetzen. Wenn wir nicht sterben würden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Energie noch sie, wie viel Energie sie noch hat. Voll. Okay. Sind wir wenigstens wieder voll mit Zeug? Moment. Ja. Das wurde sich also gemerkt. Dann nehme ich mal hier die kleine Ausstattung, ja. Okay, jetzt weiß ich aber zumindest, ich werde erstmal ihren Mister zerstören. Werde mir hier Feuer schnappen. Ich glaube, ich habe jetzt die beiden mittleren angezündet. Kann man es noch sehen? Nicht mehr so gut. Gib mal her, jetzt wissen wir, was zu machen ist. Und das geht jetzt auch deutlich schneller und besser, nehme ich an. Ja, Takar bekommt aber keine Anzeige, dass er sich entbrennen soll. Obwohl wir gebrannt haben. Oh, sie hat getroffen. Jetzt haben wir ihr eine Deckung weggeschossen. Das gefällt ihr schon mal gar nicht. So, aber komischer... Ah gut, da ist eine Feuerschale oben drauf. Deswegen kommt da so Feuer aufgesprenkelt. Ist soweit verständlich. So, du machst wieder, ne? Sie ist gerade überhaupt nicht zu sehen. Da hinten? Nee. Warum müssen wir jetzt uns um die kümmern? Das finde ich gerade nicht so prickelnd. Kommt sie jetzt wieder? Da ist sie. Ach, sie war noch nicht markiert. Alles klar. Ah, herstellen. Machen wir mal eben. Und jetzt weiß ich auch, wozu ich die Fähigkeit habe, dass wir uns mehr Pfeile mit einem Schlag herstellen können, weil ansonsten wäre es schon sehr eng geworden mit den ganzen Pfeilen, die wir hier verschossen haben. Nicht auf den Felsen? Nee. Ich hätte ihn nämlich sehr, sehr gerne angesprungen. Jetzt ist er gestorben. Schade. Ich sterbe auch gleich, deswegen... Achso, bin schon gestorben. Hm.
dann. Das waren doch vorhin mehr Pfeile, oder? Macht er sich einen kleinen Zwischenstand mit unserem Inventar? Könnte gut sein. Also mit einem Feuerpfeil bekommt sie nicht kontinuierlich weiter Schaden. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Wenn, dann bekommt sie eben etwas mehr Schaden. Sieht aber auch nicht unbedingt danach aus. Ich glaube, ich werde sie einfach mal mit malträtieren. Jetzt gehe ich aber weg. Taka, komm, auch wenn du kaum Energie hast, bitte wegrennen. Und ich werde nochmal die 6er Heilung drin lassen. Wie viel hält denn dein Zeug aus? Müssen wir es wirklich erst anbrennen? Vielleicht bringt das erstmal mehr. Ich gehe jetzt mal nicht zum Feuer, weil wir haben noch genug Tierfett. Unser Narbenbär bekommt wieder ordentlich was ab. Sie steht da hinten ganz feige, wie sie nun mal ist. Das war jetzt leider wieder kein Feuer. Das dauert so verdammt lange. Ich glaube, Taka muss sein... Oh, da ist jemand um uns herum. Muss seinen Pfeil erstmal wieder einsparen. Dann kümmern wir uns erstmal hier mit. Zack, dann gehen wir schnell mal hier ran. Kriegen unseren Splitter wieder. Oh, du brennst aber lichterloh. Ich glaube, wir werden dich mal heilen, wenn noch gewünscht. Ja, genau, deswegen. Komm, aufstehen, weiter geht's. Sie trifft bestimmt gleich wieder. Ja. Halt, Takaran! Hier trifft sie uns nicht. Oh, hier ist jemand. Wer ist denn da? Ein Großer? Ja. Das war ein Großer. Ah, hier gibt's auch Holz, sehe ich gerade auf der Karte. Brauchen wir zwar nicht unbedingt. Aber hey, ich nehme es einmal mit. Damit ich drum... Ja, zumindest darauf geachtet habe. Hier ist noch ein Dicker, der macht unserem Nervenbär zu viel. Zack. Ach, wir können ihr auch mal kurz aus den Augen gehen. Das ist ja interessant. Ich probiere jetzt mal einen Speer und ich hoffe, ich treffe auch auf die Entfernung. Ich will mal sehen, wie viel Schaden der macht. Ich glaube, ich habe sie gerade nicht getroffen. Okay, Speere sind auf die Entfernung doch doof. Taka will sich wieder nicht des Feuers entledigen. Gut, wenn er meint. Ach, und die grünen Blätter sind wieder aus. Naja, wir dürfen ja 2 verbrauchen, wenn wir uns mit den Dingern heilen. Mit dieser stärksten Heilung. Ihr Kopf ist zu sehen, aber das Spiel sagt nein. Ist ja gemein. Ja, genau. Und sie trifft dann sofort wieder. Ah, die Musik ist schön. Die gefällt mir richtig gut. Wieder schön einreiben. Die hat noch einen Pfeil im Kopf stecken. Na, jetzt bleibt sie gerade stehen, meine Chance, weil sie uns gesucht hat. Ja, gib uns mal Deckung, das ist super. Jetzt ruft sie wieder und geht wieder selbst in Deckung. Währenddessen bekommt sie keinen Schaden. Schade. Noch sind die nicht da. Deckung kaputt. Was hast du dabei? Feuerstein? Hm. Dann werden wir uns jetzt einfach mal mit hier kümmern. Geänderte Taktik. Ist hier noch jemand? Nö. Ich hätte den Ketten-Takedown auch sehr gerne weitergeführt. Hier sind bestimmt noch 2 große. Da hinten ist ein Speerwerfer. Nicht unbedingt groß, aber darf auch so dran glauben. Hier hinten stehen noch welche. Da hinten wäre ein Dicker. Ist hier unten jemand? Ja. Irgendwas mit Pesti. Pasta, Pesti, Todi. Hallo. Es ist mal wieder ziemlich übermütig, aber ich mag das Anspringen so sehr. So, du bist bestimmt ein Dicker. Hier, roter. Ja, dachte ich mir schon, weil du unsere Narbenbären klein bekommen hast. Hier springen wir leider bloß drüber. Ich wollte jetzt auf diesen kleinen Vorsprung und dann drauf springen. Naja, wir kommen ja schon. Halt durch. Hier mal kurz. Dann rennen wir wieder weg. Und das zählt leider nicht. Ist wohl nicht hoch genug. Ich will ihn jetzt aber auch nicht knüppeln. Gerade keine Lust. Oh, sind 2. Moment. Ich habe getroffen. Dann hier. Und dann schnell weg.
Also sterben will ich nicht nochmal und das, denke ich mal, wird auch in der nächsten Folge so ausgehen, dass wir nicht sterben, sondern Bad Daddy. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.